Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mittelerde Mordors Schatten. Ja, wir haben hier letztes Mal in der letzten Folge bei der Nebenmission Rekrutierung aufgehört. Die starten wir jetzt auch gleich, um hier mal weiterzukommen, denn wir suchen immer noch die vier restlichen Häuptlinge. Da unten ist auch schon ein Karagor. Schöne Sache. Los geht's. Rekrutierung. Mächtige Uruks bedrohen und nötigen, andere ihrem Gefolge beizutreten. Sie sind erfolgreich, erlangen die Hauptmänner Macht. Ja, gut, sicherlich. Das können wir leicht verhindern. Mische dich in ihrem Rekrutierungsversuch ein, um Saurons Armee zu schwächen. Ja. Euer Glückstag! Kommt mit, dann tue ich euch nichts. Der Schmied. Dir folgen? Du bist erbärmlich. Ich habe ja... Abtrünnige! Das Ganze schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ich habe Gorod den Schmied eigentlich im Visier. So. Wenn diese Maden sehen, wie sehr ich dich leiden lasse, werden sie sich mir anschließen. Ah ja, schauen wir mal. Wow, okay, Gorod, der Schmied, den kennen wir noch von vorher. Aber hier ist schon wieder einiges am Start. Wir sind fertig, los jetzt! Okay. Es ging aber schnell. Er ist geflogen. Das stört mich im Moment gar nicht so sehr, weil das jetzt wirklich viele waren. Der einzige Uruk, der führen kann, bin ich allein. Okay, gut, wir sollten uns hier, oh, fuck. Oh, fuck, wir müssen hier irgendwie abdampfen. Ich sehe gerade gar nichts. Ach so, die haben uns noch gar nicht erwischt gehabt. Jetzt halt erst. Oh. Okay, das war es offensichtlich. Wir konnten da nicht hoch. Manchmal klappt das mit dieser Klettergeschichte nicht so gut. Greift von hinten an! Ich sehe mal in die Richtung. Da gibt es noch mal ein bisschen Zack. Und eine tödliche Blitzgeschichte. Die finde ich ja sehr gut. Oh, das sind die ganzen anderen wieder. Wer ist denn das? Uruk Magton von Horn. Tartz, der Abstecher. Okay, das wird eine enge Nummer mit dem. Wir haben kaum noch live. Der verliert auch sehr wenig. Leute, verzieht euch da. Oh Mann, jetzt müssen wir uns hier für die Sklaven da reinschmeißen. Okay. Ah, zu spät, eine Millisekunde. Kublik. Oh shit. Der hat mich getötet. Grublik. Okay, dadurch hat er jetzt den Rang eines anderen eingenommen. Interessant. Interessant. Okay, Uruks, die dich getötet haben, können Hauptmänner zu einem Kampf um ihre Position in Saurons Armee herausfordern. Wenn sie gewinnen, werden sie befördert und gewinnen an Macht hinzu. Ja, gut, sicherlich. Der hat überlebt. Und seine Macht ist auch angestiegen. Was geht mit ihm? Ah, der wurde auch befördert. Der ist jetzt momentan unser, Tarz nimmt seinen Platz ein. Interessant. Okay, okay. Grubik zieht auch nach oben. Okay, unbekannter Uruk wurde zum Hauptmann befördert. Interessant. Wir sollten uns den hier mal schnappen. Neues Ziel. So, machen wir erstmal den hier.
Würde mich ja interessieren, wo der jetzt ist. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Hier ist nichts. Hier ist was Neues. Südlich von uns. Gorod, der Schmied. Das war diese Nummer. Die haben wir ja geschafft, aber... Was haben wir hier? Blutrache. Gura Bogenmeister. Und hier Tarz der Abstecher. Und Hork der Bluter. Im Duell. Da kommen wir aber nicht so schnell hin. Das hier hilft uns auch nicht so viel. Wir haben hier noch ein Artefakt. Das könnten wir uns eigentlich mal holen. Das wäre doch jetzt eine Sache. Wir haben ja die Gollum... Die Gollum... Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume. Okay, da müssen wir hin. So. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Hier scheint kein Hauptmann zu sein. Oh, falsche Richtung, ja. Nichts und niemand in ganz Mordor könnte unseren Häuptling besiegen. Das ist das Ende! So, das war's. Danke. Bitte, bitte. Nein, nicht zu den Uruks hinlaufen, Leute. Ah, da ist noch einer. Der Slave läuft davor. Schleicht da jemand umher? Ah. Okay. Auf ihn! Das ist dein Ende! Ah, Mist! Unterbrechen lassen. Ah, okay, gut. Das ist jetzt gut zu wissen. Niemand kann dir helfen. Ah. Wow, was ist das für ein Kollege? Der hat es schon wieder erwischt. Es ist jetzt ein anderer, glaube ich, aber was ist denn das hier rechts für? Deine Leiche wird mir eine Beförderung einbringen. Ah ja, interessant. Okay. Das heißt, wenn mich einer tötet, dann kann der hier diesen Rang einnehmen, bekommt dann automatisch einen Namen und Stärken, Schwächen dazu. Oh, seine Macht ist auch angestiegen. Okay. Der hat ihn getötet. Ja, das war die andere Aktion, die wir da jetzt gerade noch hätten machen können. Okay. Gut. Unbekannter Hauptmann da oben. Also hier aus dieser Führungsriege haben wir eigentlich noch nicht wirklich was gerissen. Interessant. Jetzt sind einige Plätze frei. Kuga wird hier wahrscheinlich auch noch irgendwo Aufenthaltsort unbekannt, ja. Der ist überall unbekannt. Okay. Na gut. Dann weiter zum Artefakt. Was ist das für eine magische Kraft, mit der du in ihren Geist dringst? Das ist nichts Gewöhnliches. Es ist die Macht, Schrecken unter den Dienern des Feindes zu sehen. Es ist die Macht, die zu jagen, die dem dunklen Herrscher folgen. Als ich von der Jagd zurückgekehrt bin, habe ich etwas Seltsames gehört. Ah, das hat nichts. Der hat nicht getroffen.
Blute! Fleh um Gnade! So. Hab die Menschen gefahren. Okay, diese Berserker hier schon wieder. Aber er hat natürlich recht damit. Ich kann nicht 50 Berserker töten. Beziehungsweise waren jetzt 3, glaube ich. Plus einige Orks. Wir müssen da irgendwie rüber. Ich schau mal, ob wir jetzt hier hinten rumkommen. Moment! Ich rieche etwas! Okay. Ja, das ist mit Sicherheit auch irgendwo so eine Herausforderung einer Open World wie dieser. Einfach fokussiert dem Ziel entgegenzuarbeiten. Und damit tue ich mich natürlich schwer, weil ich einfach sehr begeistert bin von der ganzen Nummer hier. A hat nichts gebracht. Um der Welt zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Jetzt. Elben, Zwerge, Drachen, schickt sie zu uns und den... Okay. Lesefibel eines Waldläufers. Die Waldläufer Gondors sind nicht nur mächtige Krieger, sie erledigen auch eine ganze Fülle von Aufgaben im gesamten Königreich. Je nach Fall werden Waldläufer gerufen, um als Vermittler, Richter, Ärzte oder gelegentlich auch als Lehrer zu dienen. Es ist bekannt, dass Waldläufer Lesefibeln bei sich tragen und dass sie bei ihren Aufenthalten in Dörfern, in denen es kaum Möglichkeiten gibt, etwas zu lernen, ein paar bevorzugte Schüler auswählen, um ihnen das Lesen und Schreiben beizubringen. Wunderbar. Okay, schauen wir uns das doch mal an. Was, da haben wir was, da haben wir was, oder? Genau, spielen. Sprich es ruhig aus. Fianor. Fianor. Warum zwingst du mich dazu, Hilgon? Daran bist nur du allein schuld. Du hast mich angefleht, dir die Wörter in meinen Büchern beizubringen. Das bereue ich jetzt. Welchen Nutzen hat die Schrift hier in Mordor? Hier, sieh dir das an. Eine Nachricht für dich. Meine Liebste. Sei mein Leib? Versuch es noch einmal. Kaib? Oder... Weib. Ja, Hilgon. Ich bin dein. Okay, interessant. Hier ein paar Infos zu Hilgon bekommen. Das ist natürlich schön. Den haben wir ja in einer der letzten Folgen. Wir gaben den Ausgestoßenen die Möglichkeit, Mordor zu verlassen und das sichere Gondor zu erreichen. Und wir können den Blick unseres Feindes auf uns lenken. Solange sein Blick auf uns gerichtet bleibt, können wir Zeit für Mittelerde gewinnen. Brecht ihm die Arme! Das war's. So. Genau, gelegentlich nehmen wir natürlich auch noch ein paar von den Orks mit. Hier können wir mal jetzt Informationen sammeln. Darauf müssen wir uns jetzt mal... Oh, was war das? Riecht das für dich auch irgendwie nach Blut? Nee, das bildest du dir nur ein. Ich rieche es auch. Riecht nach Karagor-Blut. Das bin ich. Und mich mit seinem Blut besudelt. Okay. Den dort.
Nach einem Kampf brauche ich Essen und Grog. Stattdessen gibt es nichts als eine Menge Gebrüll von Boss. Wenn du weiter rumjammerst, gibt es noch viel mehr davon. Er hat recht. Dich zu beschweren, lässt dich nur schwach werden. Es zeigt auch gleich, wer schwach ist, wenn ihr nicht das Maul haltet. Hä? Was war das? Was war das wohl? Der Typ haut ab damit. Hab ich da gerade etwas gehört? Den Uruk habe ich eh gehasst. So. Der Rüstmeister hat eine gute Klinge geschmiedet. Es wird Zeit, sie an etwas zu wetzen, das richtig gut blutet. Okay, wir brauchen Verhören. Gib uns Infos. Informationen sammeln. Wir brauchen Informationen über einen der Großen hier. Zum Beispiel über ihn. Lukdash, Kopfabschläger. Was für ein kranker Name und was für eine hässliche Fratze. Okay, altgedienter Häuptling, so einen hatten wir eh schon mal. Metzle Horden vom Feinden nieder, um Lukdash zu zwingen, sich dir zu stellen. Okay, gut, ja. Und? Er leidet Schaden durch Fernkampfangriffe, kann durch Fernkampf, ja gut, das wissen wir, er leidet Schaden durch Kampf- und Todesstöße, das ist interessant. Hast Graux, okay, das mit den Graux ist natürlich so eine Sache, die haben wir auch nicht so gerne. Hast seine Rivalen, das tun sie wahrscheinlich alle, immun gegen Schleichen, okay, dadurch kann er nicht verwundet werden. Das scheint schon ein ganz schöner Brocken zu sein. Gut, wir wissen allerdings jetzt, wo er sitzt. Das ist wunderbar. Ha, das freut mich. Wir haben einen neuen Gegner. Lukdash, Kopfabschläger. Hässliche Fratze. Okay, zurück. Dankeschön. Das war's. Halt. Ich habe etwas gesehen. Du hast nichts mehr gesehen. Okay, das sind noch mehr. Können wir mal was probieren? Tschüss, Leute. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Lukdash ist unser neuer Gegner. Den werden wir jetzt auch gleich mal schauen, wo der hier sitzt. Und zwar hier. Das heißt, wir müssen hier durch den Norden hindurch. Oder einfach nördlich. Aber das hier ist halt wirklich diese Stadt halt. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind, da sind wir gar nicht. Dort sind wir, genau. Okay, gut. Das ist die Orkstadt irgendwo. Okay. Einfach nach Norden. Das kriegen wir hin. Rock war ja schon wirklich eine Nummer. Ich bin echt gespannt, wie sie jetzt diese individuellen Häuptlinge gestaltet haben. Mock hat ja einen enormen Auftritt gehabt, das war ja wirklich großes Kino irgendwo. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie das mit diesen individuellen Figuren machen, ob das ähnlich imposant wird. Wir nutzen jetzt hier noch die Folge, die restlichen Sekunden, Minuten. Nicht jammern. Wir nutzen diese restlichen Minuten, um... Da können wir nochmal Infos sammeln. Infos, Infos, Infos. Dieser Schmied repariert meine Waffen einfach, weil er nicht weiß, wie man es macht. Dort unten, dort hinten.
Ist vielleicht eine einfache Nummer? Unsere Krieger sind die Muskeln an den Knochen unserer Armeen. Und jeder Einzelne will schleunigst. Verhört. Übersetze dich nicht. Infos. Die Kleinen hier interessieren mich nicht wirklich. Es geht weiter zu den Großen. Aha. Gura, der Alberne. Jetzt haben wir den Feigling und den Albernen ganz oben. Okay, fordere Gura heraus, indem du dir keinen Schaden zufügen lässt. Oh Mann. Gut. Durch Kampftodesstöße erleidet er Schaden und durch Explosionen. Immun gegen Fernkampf, ist ein Monster schlechter und immun gegen Schleichen. Die sind schon echt stark, diese Typen. Gut, aber wir haben ja erstmal... Tschüss. Zurück an die Arbeit. Wir machen sowieso niemand. Wir haben erstmal noch unseren guten Lugasch, den Kopfabschläger. Ja. Aber schön, wir sind zwar jetzt... ja, dem Tode des Öfteren verfallen, haben dadurch diese Ork-Hierarchie etwas durcheinander gebracht in dieser Folge. Aber dafür... Okay, jetzt schauen wir mal. Es muss von drüben irgendwo sein. Genau, aber dafür haben wir Informationen bekommen. Und diese Informationen, die helfen uns nun wirklich mal wieder fokussiert einem Ziel entgegenzuarbeiten, was ich jetzt, eine Weile lang nicht mehr getan habe, dummerweise. Es tut mir auch sehr leid. Okay, mal ein bisschen Ruß für alle. Ich hoffe, wir kommen da hinten. So, ich hoffe, wir kommen da hinten durch. Der Grabler muss einen stärkeren Zauber beschwören, wenn er mich mit einem seiner Geisterangriffe verbrennen will. Okay, Lugasch geht hier, kommt hier. Das heißt, ich vermute, wenn wir diese Mission jetzt starten mit ihm, dann wird oder werden einige Gegner kommen, vermutlich wieder auch einige Berserker. Das wird also eine heftige Nummer. Und wenn wir erstmal seine Gegner besiegen müssen, bevor wir ihn besiegen können, könnte eng werden. Mit wenig Life in so eine Geschichte reinzustarten, ist nicht so angenehm. Aber wir werden uns das Ganze in der nächsten Folge einmal genauer ansehen. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, irgendwelche Ideen habt, was auch immer, rein in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo natürlich, das würde uns ganz besonders freuen. Verfolgt unsere neuen Projekte, wir arbeiten schon an einigen sehr interessanten Nummern für euch. Und ja, habt einfach Spaß, lasst uns teilhaben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!